das wird auf jeden Fall sehr viel Spaß machen, aber ich denke mal, dass wir auch sehr viel Zeit damit verbringen müssen, aber ich denke schon, dass es klappen wird, ja. Also ich denke mal, man muss auf jeden Fall Szenen gut darstellen können, also man darf jetzt nicht übertreiben, aber man sollte auch nicht untertreiben. Also ich denke mal, auf jeden Fall Fremdsprache sollte mit dabei sein und man sollte auch für Actionfilme speziell auch sportlich sein. Also ich denke, man sollte auf jeden Fall seinen Charakter so rüberbringen, dass nichts falsch rüberkommt, sondern dass man auf seine natürliche Weise schauspielt. Ich bin Nikola Jakobs, ich komme aus Halle, bin 13 Jahre alt, ich mag Hunde und ich spiele Fußball. Also meine Lieblingsfächer waren eigentlich alles, was nicht mit Sprachen zu tun hat. Also ich mochte besonders Naturwissenschaften, Mathematik, Physik hatte ich sogar als Leistungskurs später, aber auch Erdkunde, Chemie, Biologie, das fand ich alles immer super interessant. Sprachen, also gerade Fremdsprachen, war nicht so mein Schwerpunktthema. Gebildet, also eigentlich in keinem besonders gut. Weil man muss eigentlich nur, ich sag mal, so eine Allgemeinbildung haben. Weil man mit irgendwelchen Dingen konfrontiert wird und dann muss man halt irgendwie dann darauf eingehen. Und da ist es halt sinnvoll, wenn man von allem sowas hat. Also ich persönlich habe besonders viel Spaß an Sprache. Und deshalb ist es sinnvoll, dass man vielleicht sprachlich da so eine Affinität besitzt. Gar keine. Ich bin ein ganz schlechtes Beispiel für alle Schüler dieser Erde, weil ich habe nach der Schule Zivildienst gemacht, studiert und dann abgebrochen. Nichts mehr weitergemacht, sondern bin direkt quasi Künstler geworden. Ich habe noch nicht mal eine Ausbildung als Schauspieler. Das ist aber auch nur, weil ich Glück gehabt habe, weil sonst wäre das sehr riskant gewesen. Ich habe mit 15 Jahren jonglieren gelernt. Dann habe ich mit einem Freund zusammen gemeinsam jongliert auf irgendwelchen Geburtstagen oder irgendwelchen Hochzeiten. Dann haben wir eine AG gegründet in der Schule, haben da zusammen jongliert mit anderen, die haben dann Sketche gespielt und so weiter. Und auf diese Art und Weise habe ich dann quasi angefangen mit solchen Sachen. Und später sind wir dann rüber und haben uns gelöst von der Schule, haben dann zu viert Comedy gemacht, Leute aus dem Fernsehen kennengelernt. Also so ganz langsam, immer wieder Stück für Stück, immer was dazu gemacht. Jetzt muss ich nachdenken. Ich würde mal sagen, seit 15 oder 16 Jahren. Also seitdem ist es Beruf. Vorher war das Hobby und wurde so intensiv, dass ich eh keine Zeit hatte, was anderes zu machen. Ja, also der Vorteil ist, dass es mein Hobby ist. Wenn man ein Hobby hat und das zum Beruf macht, hat man echt viel Glück. Der Nachteil ist, dass es keinerlei Sicherheit hat. Also das kann jeden Tag vorbei sein. Also die Leute denken immer so, ah, super geil, prominent, super will ich auch werden. Aber es ist man nur in der Zeit, wo es funktioniert. Man muss halt trotzdem gucken, dass man dabei bleibt. Und das muss jetzt nicht unbedingt ein Skandal sein. Es reicht aus, dass einen einfach keiner mehr sehen will. Und dann muss man gucken, dass man die nächsten 20 Jahre immer noch über die Runden kommt. Dann ist es quasi wie ein normaler Job. Dann fährt man morgens zur Arbeit nach Köln, kommt abends nach Hause. Das ist allerdings nicht so oft dafür, wenn ich auf Tour bin, bin ich wirklich komplett mehrere Tage irgendwo in Deutschland unterwegs. Und das ist natürlich dann schon immer aufwendiger. Oder als wir Märchenstunde gedreht haben, war ich halt in Prag, weil das halt da gemacht wurde. Da ist man dann eine Woche mal eben dort. Und das macht das sehr abwechslungsreich, was auch das Schöne ist. Also es gibt ja einmal den Druck, diese ganz normale Aufregung. Also wenn ich solo unterwegs bin, dann geht es ja nur um mich. Also das heißt, ich gehe dann raus und muss dann selber bestehen. Und den Druck, der ist einfach da. Da muss man dann durch. Also wie geht man damit um? Man wartet, bis er vorbei ist. Mit der Erfahrung, dass man weiß, es wird dann schon funktionieren. Schwieriger ist es, wenn man sowas hat wie ein Buch, man hat einen Abgabetermin, dann muss man sich disziplinieren, dass man im richtigen Moment die Texte schreibt. Dann sitzt man da und sagt, ich brauche jetzt einen Einfall. Und das funktioniert nicht immer. Also man kann nicht auf Befehl kreativ sein. Also es ist nicht so, dass ich gesagt habe, tut mir leid, ich werde jetzt Künstler und deshalb dürfen wir uns nicht mehr sehen oder so. Dann was halt passiert ist einfach, dass man sein Leben lebt und andere ihr Leben leben und die Wege einfach nicht mehr so zusammenpassen. Also es gibt schon einige, die ich öfter sehen würde, aber was halt nicht geht, weil die meisten können immer nur abends und am Wochenende und das sind genau die Zeiten, an denen ich arbeite, sodass ich mich eigentlich immer nur mit Arbeitslosen und jungen Müttern treffen kann.
Also ich mag eigentlich beides. Also alleine auf der Bühne ist, macht halt Spaß, wenn man halt komplett fährt alleine dieses Ding und ist verantwortlich für alles, was da passiert. Muss irgendeinen Applaus auch mit niemandem teilen. Dafür kann man aber auch die Freude mit niemandem teilen. Und das ist, wenn man zu mehreren was macht und man sitzt dann nachher zusammen, ah, weißt du, das war gut, wie du da, das da und so gesagt hast. Das macht dann schon Spaß. Das kommt vor. Also das ist eigentlich auch ganz gut so, weil wenn das nicht so wäre, hätte ich ein Problem in dem Beruf. Also wenn irgendwelche Schauspieler sagen, ach, ich mag das überhaupt nicht, wenn ich auf der Straße erkannt werde, dann sollen sie einen anderen Beruf wählen. Also das ist dann, das gehört dazu. Das ist einfach so. Nein. Ich habe ein Schlagzeug mir geholt und ich spiele seit 4 Jahren Schlagzeug, aber nur ab und zu mal und habe auch nur ganz wenig Unterricht gehabt und mache das nur aus Spaß. Also ich kann es überhaupt nicht. Ja, Hobby. Ein Amateur im wahrsten Sinne des Wortes, amare lieben, und das funktioniert dann. Und ja, dann läuft leider nicht mehr und der Aufwand ist extrem gering. Wir sind einfach nur hingefahren und dann genau genommen sind wir sogar abgeholt worden. Ich bin noch nicht mal selber gefahren. Und dann haben wir zusammengesessen und gegessen und irgendwann ging es ins Studio und dann haben wir vor uns hergelabert, irgendwelche Fragen gestellt bekommen und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Also die Arbeit besteht eigentlich mehr in dem, was, wie man so weit kommt, dass man da dann auch mitmachen kann. Also, dass man lernt, spontan zu sein, Stand-up-Techniken beherrscht und so. Also das im Vorfeld ist dann der Aufwand. Wir haben halt alles aufgebaut, haben dann halt noch geprobt und dann kam halt Heroica und dann ging es auch schon los. Naja, also ich persönlich hatte jetzt die Vorstellung, dass man halt viel unterwegs ist und Witze macht, aber ja, das ist halt auch Arbeit. Also klar, man kommt viel rum, man sieht viel und aber dadurch, denke ich, ist man halt auch nicht so viel für Familie da und hat nicht so viel Freizeit. Nö. Ich nicht. Ich auch nicht. Wieso? Ein bisschen langweilig. Für mich so. Das ist mir zu viel Arbeit. Aber ich, ja, könnte, ja. Ich könnte auch selber nicht auf einer Bühne so stehen und alle so. Dings. Doch. Nee, kein. Das wäre fett. Auch nur mit irgendjemand anderem. Ja. Nein, der ist ja mal allein. Es war alles ein bisschen ruhiger. So. Es war alles so ziemlich gechillt bei denen. Naja, er hat uns das halt so erklärt, kommt halt auf. Drauf an, was du machst. So manchmal stehst du halt da rum, übst deinen Text stundenlang und machst dann, sagst einen Satz und kannst wieder gehen. Und dann gibt es Tage, wo du dir halt ein Bühnenprogramm ausdenken musst und tausend Dinge halt. Na, ich hätte jetzt gedacht, dass er so seine Leute hat, die das für ihn machen und ihm das geben und sagen, ja, mach mal und dann ist so. Okay. Ja. Ja. Mir noch.